Herzlich willkommen zu einem Video der Baum- und Rebschlussschreiber und herzlich willkommen zum Obstgarten im März. Es wird allmählich wärmer, die Frühlingsgefühle erwachen, nicht nur bei uns Menschen, sondern auch bei den Bäumen. Wir schauen uns jetzt in diesem Video an, wie man Obstbäume am besten pflanzt, denn der März ist ein hervorragender Zeitpunkt dafür. Wir besprechen, ob man noch Bäume schneiden kann und besprechen auch wieder das Aktuelle rund um den Pflanzenschutz. Viel Spaß! Der März ist ein hervorragender Zeitpunkt, um Obstbäume zu pflanzen, und damit das auch funktioniert und ihr viel Freude mit euren Bäumen habt, möchte ich nochmal die wichtigsten Punkte mit euch gemeinsam durchgehen. Wenn ihr wurzelnackte Bäume erhält, dann ist das Allerwichtigste, sie sofort ins Wasser zu stellen. Wir selbst haben dafür große Bottiche, große Kisten, die wir voll mit Wasser füllen und die Bäume bis zu den ersten Seitenästen hinauf mindestens einen Tag, aber bis zu einer Woche ins Wasser stellen. Dabei gilt fast, je höher, desto besser. Die Wurzeln sollten mindestens im Wasser drin sein, aber man kann ruhig höher am Stamm gehen. Es kann nur ein Vorteil sein. Nachdem die Bäume im Wasser waren, beginnt man dann, die Wurzeln etwas anzuschneiden. Dabei nimmt man nur wenig Wurzelvolumen weg, schneidet hier alles ca. 1-2 cm zurück, und besonders lange Wurzeln, die kann man auch auf 25-30 cm zurückschneiden, dass der Baum gut ins Pflanzloch hineinpasst. Nachdem man das gemacht hat, widmet man sich auch noch der Krone. Der Pflanzschnitt, der sollte nämlich immer sofort beim Pflanzen durchgeführt werden. Ich habe jetzt hier einen Marillenbaum in meiner Hand, und beim Steinobst, wie die Marille eines ist, empfehlen wir, alle Seitenäste um circa die Hälfte einzukürzen. Bei Äpfeln, Birnen, beim Kernobst reicht auch schon ein Drittel aus. Bei Pfirsichen und Nektarinen, da empfehlen wir einen besonders kräftigen Pflanzschnitt. Da würden wir nämlich empfehlen, 2/3 aller Seitenäste wegzunehmen. Ich habe jetzt hier aber eine Marille, Steinobst, da schneiden wir circa die Hälfte. Und bei diesem Pflanzschnitt, da schaue ich überhaupt nicht auf die Ausrichtung von Knospen, denn es ist oftmals so, dass die oberste Knospe, auf die geschnitten wird, noch einmal zurücktrocknet und dann da erst eine gegenüberliegende am stärksten austreibt, die in die Krone hineinschaut, und im nächsten Jahr muss dann wieder abgeleitet werden. Jetzt beim Pflanzen einfach schnell schneiden, nicht auf Augenausrichtung schauen, das wäre meine Empfehlung. Ein häufiger Fehler ist leider, dass vergessen wird, den Mitteltrieb zurückzuschneiden. Auch dieser sollte beim Pflanzschnitt unbedingt angeschnitten werden. Wir schneiden, wenn wir unsere Bäume pflanzen, circa auf Augenhöhe ab. In diesem Fall hat er hier einige schöne Seitenäste, die man mitnehmen kann. Also diesen Baum würde ich hier knapp oberhalb diesen Seitenverzweigungen schneiden. Man könnte ihn aber genauso hier drunter schneiden, um hier noch einmal kräftige Seitenäste zu produzieren. Auch diese Äste hier schneide ich jetzt noch um circa die Hälfte zurück. Und das war der ganze Pflanzschnitt. Also mit diesen drei Schritten: Bäume ins Wasser stellen, Wurzeln anschneiden und in der Krone den Pflanzschnitt durchführen, ist alles gemacht und so ein Baum ist innerhalb kürzester Zeit pflanzfertig. Ich habe jetzt für euch diesen Baum schon fertig geschnitten, bevor wir ihn pflanzen. Normalerweise machen wir den Pflanzschnitt immer dann, nachdem der Baum schon fertig gepflanzt ist und auch eingegossen. Das Eingießen nach dem Pflanzen, das ist etwas ganz Wichtiges, auf das man nicht vergessen sollte. Und das vorher in Wasser stellen kann das Eingießen nach der Pflanzung nicht ersetzen, genauso wie es umgekehrt nicht geht. Beide Schritte sind wichtig. Warum macht man das Eingießen nach der Pflanzung? Nicht, damit der Baum Wasser aufnehmen kann, das tut er nämlich jetzt bei der Pflanzung direkt noch nicht, sondern damit sich die Erde zu den Wurzeln setzt und damit es keine Hohlräume in der Erde gibt, es einen guten Wurzelschluss gibt. Je nasser die Erde ist, desto wichtiger ist es jetzt, den Baum bei der Pflanzung einzugießen. Wenn ihr euch jetzt momentan hier den Boden in unserem Einschlagplatz anschaut, diese Erde, die rieselt nicht, die ist eigentlich richtig matschig, klebrig.
Wenn man mit so einem nassen Boden das Pflanzloch auffüllt, dann gibt es hundertprozentig Hohlräume rund um die Wurzeln und diese sollten um jeden Preis vermieden werden. Deswegen, je nasser die Erde, desto wichtiger das Eingießen nach der Pflanzung. Machen sollte man es aber auch bei perfekten Pflanzbedingungen. Ideal wäre, wenn die Erde feucht ist, erdfeucht ist, aber ins Pflanzloch hineinrieselt. Alle Tipps rund um die Pflanzung, die haben wir für euch schon mal in einem einzelnen Video zusammengefasst, was ich euch an dieser Stelle in der Infokarte verlinke. Das waren jetzt aber nochmal die wichtigsten Punkte kompakt zusammengefasst. Was in den Kommentaren unter unseren Videos derzeit sehr häufig gefragt wird, ist, ob man jetzt noch Bäume schneiden kann oder ob es für den Winterschnitt schon zu spät ist. Man kann jetzt noch Bäume schneiden, überhaupt kein Problem. Prinzipiell kann man sogar das ganze Jahr Bäume schneiden, man sollte nur wissen, wie der Baum anschließend darauf reagiert. Mit dem Winterschnitt regt man mehr Wachstum an, als wenn man zu einem späteren Zeitpunkt in der Vegetation schneidet. Mit jeder Woche, mit der man jetzt noch zuwartet bis zur Vollblüte, bremst man das Wachstum etwas mehr. Das heißt, je länger man in die Vegetation mit dem Schneiden hineingeht, desto stärker wird das Wachstum gebremst. Besonders bei sehr kräftig wachsenden Bäumen, bei denen das Wachstum beruhigt werden soll, da kann ich es empfehlen, auch ruhig jetzt unter der Vegetation oder bei der beginnenden Vegetation zu schneiden, bis zur Vollblüte hin. Wenn man nach der Vollblüte schneidet, dann nimmt man dem Baum bei vielen Obstarten auch schon viel Laubmasse weg, viel Assimilationsmasse weg. Es ist schon viel Energie, viel Kraft vereinfacht ausgedrückt in die Früchte geflossen, die nachher wieder weggeschnitten werden. Es mindert den Ertrag und einfach die Leistungsfähigkeit des Baumes. Bis zur Vollblüte hin hat man meiner Meinung nach sehr gute Schnittbedingungen und vor allem bei Steinobstarten, die etwas empfindlicher sind als zum Beispiel Äpfel oder Birnen, was Infektionen durch Schnittwunden betrifft, ist so ein Schnitt nach Vegetationsbeginn, also ab roter Knospe bei der Marille bis hin zur Vollblüte, auch förderlich für eine gute Wundverheilung. Also bis zur Vollblüte hin überhaupt kein Thema, ruhig Bäume schneiden, wenn das noch nicht gemacht worden ist. Und obwohl ein Schnitt nach Vegetationsbeginn das Wachstum etwas mehr bremst als ein Winterschnitt, muss ich nochmal ausdrücklich dazu sagen, zu starker Schnitt führt immer zu starkem Wachstum und weniger Früchten. Vollkommen egal, wann man schneidet. Also ein verschnittener Baum, der mit vielen Wasserschossen reagiert, der reagiert immer mit Wasserschossen, egal zu welchem Schnittzeitpunkt. Deswegen Gefühl walten lassen, unsere Videos schauen, Tipps befolgen, dann kann nichts schief gehen. Wenn wir schon beim Thema Blüte, Vollblüte sind, dann sollten wir uns auch über Pflanzenschutz und Krankheiten unterhalten, denn die werden dann vor allem ab Blühbeginn bei vielen Obstarten ein Thema. Etwas, zu was wir jedes Jahr sehr häufig gefragt werden, das sind Monilia-Infektionen, vor allem beim Steinobst, so wie hier hinter mir bei der Marille. Monilia wird hauptsächlich in der Blüte oder die Primärinfektion mit Monilia erfolgt in der Blüte. Deswegen sollte man vor allem in der Blüte für einen ausreichenden Schutz sorgen, wenn es in den Vorjahren Probleme gegeben hat. Und an dieser Stelle muss ich eins erwähnen, was jetzt für alle Pflanzenschutzthemen gilt, die ich jetzt anschließend gleich mit euch behandle. Wer in den Vorjahren kein Problem mit Krankheiten, Schädlingen gehabt hat, wer mit seiner Fruchtqualität zufrieden war und bei dem die Bäume gesund sind, der soll auch bitte in Zukunft keine Pflanzenschutzmaßnahmen setzen. Denn bei dem ist die Natur einfach in Gleichgewicht und intakt und alles ist in Ordnung. Wer allerdings Probleme gehabt hat, für den sind jetzt diese Tipps. An dieser Stelle ein kleiner Nachtrag aus dem Videoschnitt. Bitte habt Verständnis dafür, dass wir nicht jeden Baum retten können. Schickt uns deswegen bitte keine Fotos von kranken Bäumen oder Bäumen, die wir schneiden sollen, das schaffen wir zeitlich einfach nicht. Ich werde jetzt aber im Anschluss einige Krankheiten und Symptome beschreiben und Strategien dagegen aufzeigen. Wenn ich Mittel erwähne, dann haltet euch bei der Aufwandmenge bitte immer an die empfohlenen Aufwandmengen der Hersteller, die haben sich dabei etwas gedacht. Weder ein Mittel unter noch über zu konzentrieren ist sinnvoll. Es ist wie beim Menschen, wenn wir die doppelten Medikamente nehmen, werden wir nicht schneller gesund, sondern das kann zu weiteren Problemen führen. Also bei Monilia ist vor allem die Blüte der Hauptinfektionszeitpunkt
die Primärinfektion und diese gilt es abzudecken. Wenn jetzt trockenes Blühwetter ist und vielleicht sogar auch noch eine windige Blütezeit, dann hat man kaum Probleme mit Monilia. Wann ist es aber gefährlich, wenn es in die Blüte hineinregnet? Es kann auch schon ein starker Tau für eine Infektion ausreichen. Wie bekämpft man Monilia jetzt? Da gibt es verschiedenste Strategien. Im konventionellen Anbau wird Monilia gerne mit Mitteln wie zum Beispiel Teldor, Signum oder Switch behandelt. Im biologischen Anbau mit Kupfer oder Backpulverpräparaten, also auf Kaliumhydrogencarbonatbasis. Da gibt es derzeit die Mittel Kumar und Vitisan. Achtung, wenn jemand was einsetzt, immer auf die Zulassungen achten, die können sich nämlich jährlich ändern. Monilia erkennt man nicht nur durch die Fruchtfäule im Sommer, sondern auch durch Monilia Spitzendürre. Das sind zwei Erscheinungsbilder dieser Krankheiten. Bei der Monilia Spitzendürre faulen einzelne Blüten und die Triebe darüber sterben ab, werden braun. Deswegen Spitzendürre. Und das ist ein Schadbild, was man sehr frühzeitig im Jahr und vor allem in vielen Hausgärten beobachten kann. Wenn das der Fall ist, dann wäre es besser gewesen, vorher mit einem der genannten Mittel zu behandeln. Wenn es aber passiert ist, wenn man es nicht gemerkt hat, nicht gewusst hat, dann ist es gut, wenn man die befallenen Triebe bis ins gesunde Holz zurückschneidet. Damit meine ich jetzt, dass man nicht nur wegschneidet, was direkt abgestorben ist, sondern auch 5 bis 10 cm dahinter schneidet, bis man dann Schnittflächen hat, die vollkommen grün sind und keine braunen Stellen mehr zu sehen sind. Derzeit sind wir aber von der Vollblüte noch weit entfernt. Die spätblühenden Marillensorten beginnen gerade etwas rot hervorzuspitzeln. Also wir sind nicht einmal noch in der roten Knospe. In den vergangenen Jahren waren wir zum jetzigen Zeitpunkt immer schon etwas weiter in der Entwicklung. Jetzt momentan würde ich bei Marillen überhaupt keine Behandlung machen. Was auch noch gerne, vor allem im Bioanbau empfohlen wird, aber auch im konventionellen sinnvoll sein kann, ist bei Marillen eine Behandlung kurz vor der Blüte mit Kupferpräparaten. Weniger wegen der Monilia-Gefahr, da hat man nur eine kleine Nebenwirkung, sondern vielmehr wegen Pseudomonas-Infektionen, also Bakterieninfektionen, die dadurch gut abgedeckt werden können. Die Symptome von Pseudomonas und Monilia, die sind sich zum Verwechseln ähnlich und ganz schwer zu unterscheiden. Der ideale Zeitpunkt, um gegen Pseudomonas mit Kupfer zu behandeln, der ist zum Beginn der weißen Knospe. Bei Marillenbäumen gestaltet es sich jetzt so im Frühjahr, dass die Knospen zuerst rot werden. Dieses Stadium nennt man dann rote Knospe. Anschließend werden sie weiß und später kommen sie dann in die Blüte. Und zu Beginn der weißen Knospe, das wäre der ideale Zeitpunkt. Wenn es Probleme mit Phytoplasmosen, Esphi gibt oder dem Steinobstknospenstecher, dann wäre auch mit dieser Kupferbehandlung ideal gegen den Überträger der Phytoplasmosen, den Pflaumenblattsauger oder den Steinobstknospenstecher mit zu behandeln. Wenn wir jetzt schon beim Thema Knospen sind, Frühjahr und Kupferbehandlungen, dann bleibt natürlich auch das Thema Kräuselkrankheit nicht aus. Wir haben jetzt vergangene Woche, Ende Februar, erstmalig gegen die Kräuselkrankheit bei unseren Pfirsich- und Nektarinenbäumen behandelt. Die nächsten 14 Tage sind derzeit keine Niederschläge vorhergesagt, deswegen werden wir auch in dieser Zeit keine Behandlung wiederholen. Sollte es anschließend Niederschläge geben, werden wir noch einmal vor diesem Niederschlag eine zweite Kupferbehandlung durchführen, damit die Infektionen beim Niederschlag abgedeckt sind. Und dann kostet uns das Thema Kräuselkrankheit bei Pfirsich und Nektarinen eigentlich keine Sorgen mehr. Also mit zwei Behandlungen kommt man im Erwerbsobstanbau, wenn man sie gut erwischt, super durch. Im Hausgarten ist meistens sogar eine Behandlung ausreichend, wenn es ein trockenes Frühjahr ist. Wenn man das Thema Pflanzenschutz im Frühjahr bespricht, dann kommt man auch nicht um die Austriebsspritzung vorbei. Diese wird klassischerweise mit Öl durchgeführt. Damit diese wirkt gegen am Baum überwinternde Insekten, wie zum Beispiel Spinnmilben, Blattläuse, Frostspanner, Schildläuse. Dafür muss es eine gewisse Temperatur haben. Untertags redet man da von ca. 15 Grad, die es am Tag der Behandlung und auch 2-3 Tage danach haben sollte. Und in der Nacht sollte es keine starken Fröste geben. Leichte Minustemperaturen
ein, zwei Grad, wie es oftmals der Fall ist, wenn man einen klaren, sonnigen Tag hat und eine klare Nacht. Die sind kein Problem, aber starke Fröste, die sollten nicht vorhergesagt sein. Ein häufiger Fehler ist leider, dass diese Ölbehandlung viel zu früh gemacht wird und dann zeigt sie einfach nicht die Wirkung. Wenn man bei Apfelbäumen, Birnbäumen zum Beispiel im Vorjahr Probleme mit Schorf gehabt hat, dann kann man auch jetzt schon zu dieser Behandlung ein Kupferpräparat hinzumischen. Jetzt in diesem Stadium könnte man auch noch Öl mit Schwefel mischen. Sobald es aber eine Blattentwicklung gibt, ist davon absolut abzuraten und sollte auf keinen Fall Öl und Schwefel gemischt werden. Beim Thema Schorf könnte man jetzt auch noch erwähnen, dass wenn Falllaub in den Anlagen unter den Bäumen liegt und es einen Vorjahrsbefall mit Schorf gegeben hat, es Sinn machen kann, dieses zu zerkleinern, damit die Verrottung, der natürliche Abbauprozess durch das Bodenleben einfach schneller vonstatten geht und dass ein geringeres Ausgangspotenzial, ein geringeres Infektionspotenzial da ist, wenn es später wärmer wird und sich neue Sporen bilden. An dieser Stelle noch einmal der ganz wichtige Hinweis. Ich möchte hier keine Panik schüren, indem ich hier viele Krankheiten, Schädlinge, Spritzmittel, weiß Gott was aufzähle. Wer im Vorjahr gesunde Bäume und gesunde Früchte gehabt hat, der muss auch heuer höchstwahrscheinlich nichts tun. Diese Tipps sollen aber Leuten helfen, die Probleme hatten, sowohl im Privathaushalt als auch im Erwerbsobstanbau. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Bäumepflanzen im März. Schöne Grüße aus der Wein- und Marienstadt Poelsdorf.